Moin ihr Lieben, traut ihr euch nicht so recht, Shirts, also dehnbare Stoffe mit eurer normalen Nähmaschine zu nähen? Das ist ganz einfach, schaut mir einfach über die Schulter. Ich zeige es euch ganz ausführlich, Schritt für Schritt, und das Ergebnis ist ein klasse Shirt, welches sich von einem gekauften nicht unterscheidet. Als Schnittmuster habe ich das Shirt Skater gewählt, weil es nicht nur ein cooles Skater-Shirt ist, sondern eben auch toll als Basic-Shirt genäht werden kann. Wir nähen zusammen ein Kurzarm-T-Shirt, das langärmelige Shirt wird aber auf die gleiche Art und Weise genäht. Für euer allererstes Shirt wählt ihr am besten einen etwas unregelmäßig gemusterten Jersey. Falls meine Naht nicht ganz gerade wird, fällt das nicht weiter auf. Ebenfalls gut geeignet ist ein abgelegtes Erwachsenen-Shirt. So könnt ihr in Ruhe probieren und braucht keine Angst, um den Stoff zu haben. Ein T-Shirt besteht aus den Ärmeln sowie Vorder- und Rückenteil. Vorder- und Rückenteil werden meist im Stoffbruch zugeschnitten. Das heißt, der Stoff wird gefaltet und das Schnittmuster an die Falte gelegt. Ich zeig's euch. Jersey wird ja gestrickt und nicht gewebt und ist daher leicht dehnbar. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr feine Maschenreihen. Faltet den Stoff nun so, dass diese senkrecht verlaufen. Klappt den Stoff so weit um, dass ihr das Rückenteil zuschneiden könnt. Diese Kante nennt man Stoffbruch. Da legt ihr jetzt euer Schnittteil an. Ihr könnt das Schnittteil mit Stecknadeln fixieren oder ein paar Gewichte aufstellen und schneidet nun zu. Der untere Saum wird später 2 cm nach innen geklappt. Deswegen müsst ihr hier im Abstand von 2 cm zur Kante schneiden. Natürlich könnt ihr auch genau abmessen und euch eine Linie zeichnen, aber auf einen Millimeter kommt es beim ersten Shirt auch nicht an. Denn ihr werdet ja auch nicht auf den einzelnen Millimeter genau nähen. Trotzdem solltet ihr natürlich im Hinterkopf behalten, dass ein genaues Zuschneiden die Basis für eine spätere tolle Passform ist. Alle anderen Kanten werden mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten, also im Abstand von 1 cm um das Schnittteil herumschneiden. Nun wird der Stoff erneut gefaltet und das Vorderteil an den Stoffbruch gelegt. Dies wird ebenso wie das Rückenteil zugeschnitten, am unteren Rand 2 cm und ansonsten 1 cm Nahtzugabe. Ebenso geht ihr bei den Ärmeln vor. Faltet den Stoff wieder entlang der Maschenrichtung und legt die Ärmel entlang der Kante des Stoffbruchs auf. Auch sie bekommen am Saum 2 cm Nahtzugabe und rundherum 1 cm. Bei beiden Ärmeln markiert ihr die Mitte mit einem kleinen Einschnitt. Dieser trifft später auf die Schulternaht. Nun habt ihr Vorderrückenteil und Ärmel zugeschnitten. Es fehlt noch der Streifen fürs Halsbündchen. Dieser wird aus besonders dehnbarer Bündchenware zugeschnitten. Dafür faltet ihr euren Bündchenstoff auch einmal im Maschenverlauf und schneidet es entsprechend der Angaben im Schnittmuster zu. Es gibt aber auch einen ganz einfachen Trick für Bündchen. Legt ein Handmaß an den Stoffbruch, also da, wo ihr gefaltet habt, und schneidet rundherum zu. Auf diese Weise erhaltet ihr den perfekten Streifen für euer Halsbündchen. Bügelt jetzt alle Säume, also den Saum am Vorderteil, am Rückenteil und jeweils an den Ärmeln, 2 cm nach innen um. Ihr klappt die Säume, also 2 cm, um auf die Innenseite des Stoffes und bügelt einmal möglichst mit Dampf darüber. So habt ihr die spätere Saumlinie schon mal markiert und das Säumen ist später ganz einfach. Nun wechseln wir an die Nähmaschine. Die meisten Maschinen haben einen sogenannten Versäuberungs- oder Overlock-Stich. Schaut mal, ob ihr ihn findet oder lest in der Bedienungsanleitung mal nach. Nehmt 2 Jersey-Reste und probiert ihn einmal aus. Eventuell müsst ihr ein wenig mit den Einstellungen spielen, bis er ca. 0,5 cm breit ist. Näht ein paar Zentimeter und schaut ihn euch gut an. Er sollte den Stoff nicht zusammenziehen. Falls er ihn zusammenzieht, lockert etwas die Fadenspannung. Überprüft auch von der rechten Stoffseite aus, also von der guten Seite aus, nochmal, ob die Naht schön ausschaut und dehnbar ist. Seid ihr mit der Naht nicht zufrieden oder eure Maschine hat so einen Stich nicht, gibt es eine zweite Möglichkeit.
Wahrscheinlich hat eure Maschine einen sogenannten Versatzstich oder auch Stielstich genannt. Dabei näht sie nach vorne und dann ein kleines Stückchen versetzt wieder nach hinten. Alternativ ginge auch ein ganz schmaler, mittellanger Zickzackstich. Probiert wieder an einem Stoffstück, diesen Mal aus und schaut euch dann wieder das Ergebnis an. So sollte er jetzt ausschauen. Die Stoffkanten sind natürlich noch nicht versäubert. Eigentlich braucht es Opa-Jersey nicht, aber ich würde es sicherheitshalber trotzdem machen. Näht also einmal mit einem breiten, mittelweiten Zickzackstich entlang. Ihr seht, auch so ist die Naht wieder schön dehnbar und sieht auf der rechten Stoffseite auch prima aus. Sicher habt ihr nun euren Lieblingsstich gefunden. Wir beginnen mit einer Schulternaht. Legt das Vorder- auf das Rückenteil, die guten Stoffseiten zeigen zueinander, und fixiert die beiden Stoffe an einer Schulter aufeinander. Nutzt dafür Stecknadeln oder diese praktischen Clips. Näht Vorder- und Rückenteil entlang der einen Schulter aufeinander. In diesem Beispiel nutze ich den Overlock-Stich. Knapp neben der Naht könnt ihr den überstehenden Stoff zurückschneiden. Faltet den Bündchenstreifen so, dass die schöne Seite nach außen zeigt. Sucht euch die noch offene Schulterseite und legt ihn mit etwas Überstand an den Halsausschnitt. Die offenen Bündchenkanten liegen dabei an der Halsausschnittsrundung. Wählt wieder den Versatzstich oder einen ganz, ganz schmalen Zickzackstich an der Maschine aus. Näht den ersten Zentimeter und lasst dann die Nadel unten im Stoff stehen. Nun dehnt ihr das Bündchen gut, also nicht den Stoff, sondern nur das Bündchen, haltet hinten ein wenig fest und näht das Bündchen wieder ein Stückchen weiter an. Lasst die Nadel wieder unten stecken, dehnt wieder das Bündchen, haltet Stoff und Bündchen etwas gerade und näht wieder ein Stückchen weiter. Auf diese Weise näht ihr das Bündchen mit mittlerer bis stärkerer Dehnung rund um den Halsausschnitt an. Am Ende wird das Bündchen wieder überstehen. Die Überstände können nun einfach im geraden Verlauf zur Schulterkante abgeschnitten werden. Den Halsausschnitt könnt ihr nun bügeln, schöner ist es aber, ihn noch einmal mit einem dehnbaren Stich, zum Beispiel dem dreigeteilten Zickzackstich, abzusteppen. Dieser Stich ist wunderbar dehnbar und daher für den Halsausschnitt besonders gut geeignet. Stellt ihn auf eine großzügige Länge in ca. 0,5 bis 0,8 cm Breite ein. Klappt die Nahtzugabe in das Shirt und steppt einmal knappkantig rundherum ab. So sollte euer Halsausschnitt jetzt ausschauen. Ist er noch leicht wellig, macht das überhaupt nichts, das geht später durchs Bügeln weg. Jetzt ist die zweite Schulternaht dran. Legt die Schulterkante vom Vorder- und Rückenteil ordentlich aufeinander, achtet darauf, dass die Nähte vom Bündchen sich treffen und steckt beide zusammen. Da ich es euch zeigen wollte, hatte ich ja die erste Schulter mit dem Overlock-Stich genäht. Jetzt nähe ich den Rest des Shirts mit dem Versatzstich weiter. Es wird also die zweite Schulter genäht und beim Verwenden des Versatzstiches dann noch einmal mit Zickzack versäubert. So schaut jetzt unser Halsausschnitt aus. Er ist noch etwas wellig, das gibt sich aber später beim Dämpfen und vor allem ist er eben sehr gut dehnbar. Schaut, es passt ohne Probleme auch ein kleiner Dickkopf durch. Jetzt werden die Ärmel an die Armausschnitte genäht. Sucht dafür euch die kleine eingeschnittene Markierung am Ärmel und legt sie bzw. steckt sie dann auf die Schulternaht. Dann sucht ihr euch die Ecke des Ärmels und positioniert sie an der Ecke eures Armausschnittes. Steckt oder klammert sie wieder fest. Ebenso die gegenüberliegende Ecke. Auch zwischen Schulter und Ecke solltet ihr nochmal eine Nadel stecken. Beachtet, dass die Rundungen gegenläufig sind. Ihr müsst also die Stoffe ordentlich Stück für Stück aneinander ausrichten. Wenn alles gut gesteckt ist, könnt ihr den Ärmel beginnend an einer Ecke annähen.
Falls eure Maschine bei Jersey gerne den Stoff frisst, das heißt also ihn nach unten in die Nahtplatte zieht, zeige ich euch hier noch einen Trick. Nehmt einen kleinen gefalteten Stoffrest, näht dort die ersten 2 cm und legt dann euer Shirt an. Dieses kleine Stückchen ist dann quasi eure Brücke. Näht 1-2 Stiche in der Luft und dann auf eurem Shirt weiter. So habt ihr immer einen sauberen Nahtbeginn. Näht an der Ärmelrundung immer Stückchen für Stückchen, also ein paar Zentimeter nähen, die Nadel unten stehen lassen, beide Kanten wieder ordentlich aufeinander ziehen und die nächsten Zentimeter nähen. Der erste Ärmel ist nun angenäht und die kleine Brücke kann natürlich einfach abgeschnitten werden. Auf die gleiche Art und Weise näht ihr jetzt natürlich den zweiten Ärmel an. Nun säumen wir die Ärmel. Man könnte die Ärmel natürlich auch später säumen, aber es ist oft einfacher, gerade bei langen Ärmeln, sie jetzt, wo sie noch offen sind, umzuklappen und zu nähen. Schlagt sie also entsprechend der vorher gebügelten Kante nach innen ein und steckt den Umschlag fest. Mit dem dreigeteilten Zickzack oder dem Overlockstich näht ihr nun entweder von der linken Stoffseite aus oder von der rechten Stoffseite aus die Umschläge fest. Auf der linken Stoffseite könnt ihr ja den Umschlag gut erkennen. Falls ihr aber lieber von der rechten Stoffseite aus nähen möchtet, weil der Stich bei eurer Nähmaschine da ordentlicher ist, könnt ihr euch mit einem Trick behelfen. Entweder ihr orientiert euch an den Markierungen der Stichplatte eurer Nähmaschine oder ihr klebt ein Stückchen Washi-Tape auf, sodass ihr den Rand des Shirts, des Ärmelsaumes, daran entlang laufen lassen könnt. Näht so genau die 2 cm ab, die ihr vorher umgebügelt habt. So sollten eure Ärmelsäume jetzt ausschauen. Sucht euch die Ecken eurer Ärmelsäume und steckt sie aufeinander. Achtet auch darauf, dass die Nähte vom Ansetzen der Ärmel genau aufeinander liegen und steckt dort ebenfalls eine Nadel oder fixiert es durch Klammern. Genauso am unteren Saum. Auch dieser wird fixiert und wir nähen nun die Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge. Am einfachsten ist es wirklich wieder mit der kleinen Brücke zu beginnen, 1-2 Stiche in der Luft zu nähen und dann auf dem Ärmel weiter nähen. So wird der Nahtbeginn sehr schön sauber. Näht vom Ärmel herunter bis zum Saum. Auf die gleiche Art und Weise, am besten wieder mit der kleinen Brücke beginnt, näht ihr die zweite Seitennaht. Den Saum klappen wir nun wieder wie bei den Ärmeln nach innen. Dabei hilft uns natürlich die vorher eingebügelte Markierung sehr. Steckt oder klammert ihn rundum fest. Auf die gleiche Art und Weise wie bei den Ärmeln wird der Saum nun genäht. Nun ist euer Shirt soweit fertig. Damit es perfekt wird, nähen wir jetzt noch die Nahtzugaben fest. Klappt die Nahtzugabe am Halsausschnitt in Richtung Vorderteil und näht mit einer kleinen Naht ca. 2-3 mm neben der vorherigen Naht die Nahtzugabe fest. Dabei wird aus Richtung des T-Shirts nach außen genäht. So sollte es jetzt ausschauen. Genauso wiederholt ihr das an den Ärmelsäumen. Jetzt schaut euer Shirt schon richtig klasse aus. Für den professionellen Look könnt ihr jetzt noch ein Etikett aufnähen oder euch aus einem Webbandrestchen eins selber basteln. Dazu schneidet ihr dies an jeder Seite 1 cm länger aus, als ihr es euch wünscht und beklebt es auf der Rückseite mit Stylefix, dem doppelseitigen Klebeband. Dabei belasst ihr den ersten und letzten Zentimeter frei. Zieht das Trägerpapier ab und klappt die äußeren Zentimeter nach innen. Sie haften auf dem Stylefix. So habt ihr euch schnell ein individuelles Etikett gebastelt und könnt es an beliebiger Stelle aufkleben. Selbstverständlich lassen damit sich auch prima kleine Unregelmäßigkeiten in der Naht verdecken. Drückt es gut fest, falls etwas schief ist, könnt ihr es auch nochmal lösen und neu positionieren. Und näht es rundherum mit einem Geradstich knappkantig oder einem schmalen Zickzackstich auf.
Noch einmal überbügeln, vielleicht mit etwas Dampf und fertig ist euer einzigartiges Shirt. Jetzt könnt ihr stolz auf euch sein und euch mit eurem Kind freuen. Bestimmt geht das zweite T-Shirt schon viel schneller und ab dem dritten wird's auch ganz sauber. Probiert es einfach weiter aus. Abonniert gerne unseren Nähkanal. Ich würde mich freuen, wenn auch diesmal wieder der ein oder andere Tipp für euch dabei war. Ganz, ganz liebe Grüße, Sabine.